Los geht's, der Rückrundenauftakt ist damit eröffnet. 18. Spieltag der Regionalliga Südwest. Fenjö, schöne Idee und der Ball kommt auch an. Fahne bleibt unten. Erste Parade von Felix Dornbusch. Jetzt mal der Versuch über die andere Seite. Wieder kommt der Ball lang rein und er findet sogar noch einen Abnehmer. Suchen da die Wege zuzustellen. Nächste Flanke in den Strafraum. Fenjö klärt direkt vor. Black, der zieht einfach mal ab. Wieder über links. Da ist Boraj. Bisschen Zeit, die Übersicht. Und da ist ein Abschluss von Stuttgart. Und da ist jetzt ein bisschen Platz im Strafraum, in den Rückraum abgelegt. Abschluss für Misfeld und wieder abgefälscht. Und bislang ist das auf beiden Seiten noch nicht der Fall. Müller mit dem Ballgewinn. Möglichkeit zum Gegenstoß, Wünsch. Auf der rechten Seite links ist Inanoglu. Vorteil läuft, Inanoglu versucht sich durchzusetzen. Und Lockel klärt zum Eckstoß. Linke Angriffsseite gebracht. Hauswirt tunnelt seinen Gegenspieler, dringt in den Strafraum rein. Flankt, findet Inanoglu. Eine Torannäherung haben wir immerhin. Und auch den getroffen. Keiner greift den Innenverteidiger an, also sucht er einfach mal den Abschluss. Nicht schlecht gemacht von Arvod Wiegand. Aber auch kein Problem für Nils Ramming. Dornbusch mit dem Abschlag. Fenjö springt unter den Ball durch. Das ist die Chance für Mauersberger. Aber dem verspringt der Ball und Ramming fängt ihn ab. Dürfte die letzte Aktion dann so langsam sein. Noah Fenjö. Kommt an den Strafraum ran. Wird aber erstmal geklärt. Und dann war's das. Mika Forster beendet diese Partie 0:0. Keine Tore in diesem Duell.